Was ist Schengen? Schengen ist eine luxemburgische Gemeinde im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Die Gemeinde hat 4.313 Einwohner, eine Kirche, ein zum Hotel umfunktioniertes Schloss und eine Wasserburgruine aus dem 13. Jahrhundert. Interessant, aber war es das schon? Nein, Schengen ist auch viel mehr. Das zeigt ein Denkmal in der kleinen Stadt. Das Denkmal erinnert an ein Übereinkommen, das 1985 in Schengen zwischen Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden geschlossen wurde. Der Kernsatz dieser Vereinbarung lautet: Die Binnengrenzen dürfen an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden. Über die Jahre schlossen sich den 5 Gründerstaaten noch einige Länder an. Aber erst 1995 mit dem Schengen-II-Abkommen trat die Regelung wirklich in Kraft. Und wer gehört alles dazu? Über die Jahre haben sich die Schengen-Mitglieder deutlich verändert. Seit 1999 mit dem Vertrag von Amsterdam bindet sich jedes Land, das der EU beitritt, auch automatisch an das Schengen-Gesetz, nachdem die Zulässigkeit des Informationssystems geprüft wurde. Das heißt im Klartext: Schengen ist nicht gleich EU. Rumänien, Bulgarien und Kroatien zum Beispiel sind zwar seit 2007 bzw. 2013 Mitglieder der EU, arbeiten aber noch an der Sicherheit ihrer Außengrenzen. Personenkontrollen bleiben also bestehen. Zypern ist zwar auch EU-Mitgliedsstaat, muss aber erst einmal ihren Konflikt beilegen. Weitere Ausnahmen sind Großbritannien und Irland, die sich gegen die Beteiligung am Schengen-Raum entschieden haben. Dänemark hat zwar auch eine solche Ausnahmeklausel, ist aber völkerrechtlich an das Übereinkommen gebunden. Die Schweiz, Norwegen und Island haben auch aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile Interesse am Schengen-Abkommen und sind somit Mitglieder. Hat man also mal ein Schengen-Visum, kann man auch in diese Länder problemlos einreisen. Apropos Schengen-Visum, was ist das? Das Abkommen hat das Reisen innerhalb Europas deutlich erleichtert. Mit einem Schengen-Visum darf man sich innerhalb der Mitgliedsländer aufhalten und sich darin frei bewegen. Statt für jedes Reiseziel ein neues Visum zu beantragen, reicht nur ein einziger Stempel für die nächste Reise. Ist ein Drittstaatsangehöriger Inhaber eines nationalen Aufenthaltstitels eines Schengen-Staates oder eines von einem Schengen-Staat aufgestellten nationalen Visums, darf er sich im Rahmen von dessen Gültigkeit für bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen auch im Hoheitsgebiet der übrigen Schengen-Staaten aufhalten. Wichtig: Den Reisepass oder den Personalausweis muss man trotzdem immer dabei haben, wenn man zwischen den Ländern hin und her reist. Die Deutsche Botschaft Ankara wünscht eine gute und spannende Reise.